Okay, herzlich willkommen. 21-Tage-Challenge, Part 1. Wir starten die ersten 5 Übungen. Wir machen das jetzt mal gemeinsam. Ich werde während der Übung so ein bisschen die Level wechseln, je nachdem, wie fit ihr seid. Ihr habt die Übung gesehen, alles genau erklärt. Wir trainieren jetzt 40 Sekunden, 20 Sekunden Pause. Okay, wir starten mit dem Kniehebelauf. Und los geht's. Wenn ihr richtig fit seid, die Knie richtig hoch. Ziehen, ziehen, ziehen. Okay, wenn ihr nicht so fit seid, auf der Stelle. Ist auch okay. Aber versucht alles zu geben. Von Woche zu Woche wird es dann immer besser. Okay, jeden Tag 40 Sekunden laufen, 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 laufen. Okay, schön tief durchatmen. Bleibt schön gerade mit dem Rücken. Die Arme ziehen mit. Und die Knie nicht nachlassen. Knie hoch. Ziehen, ziehen, ziehen. Wenn die Kraft nachlässt, okay, schon geschafft. 20 Sekunden Pause, durchatmen, bereitet euch auf die nächste Übung vor, der Squat. Hüftbreit, Arme gehen nach oben und wieder ran. Okay, noch 7, 6, 5 und los geht's. Tief und Sprung. Wer fit ist, schön tief runter und ziehen. Tief und ziehen. Versucht schön sanft zu landen und Halswirbelsäule in Verlängerung der Brustwirbelsäule. Rücken schön gerade, Arme weit nach oben ziehen. Tief und hoch. Und ihr könnt auch das Tempo ein bisschen anziehen. Zählt ruhig eure Wiederholung. Macht eine kleine Strichliste, schreibt euch die auf. Und von Tag zu Tag werden es bestimmt mehr. Okay, tief durchatmen. Nächste Übung. Ihr habt verschiedene Versionen. Ist der Push-Up, der sogenannte Liegestütz. Ja, wenn ihr noch nicht so fit seid, ein bisschen höher. Wir gehen natürlich heute nach unten. Okay, und los geht's. Tief und hoch. Und auch hier, wenn die Kraft nachlässt, wenn ihr irgendwie merkt, es tut im Rücken weh, nehmt die Knie an den Boden, auf den Boden, bleibt aber schön lang im Oberkörper. Oberkörper, Oberschenkel müssen immer eine Linie bilden. Okay, tief und hoch, tief und hoch. Wer am Ende der Woche so fit ist, der kann natürlich auch noch ein Bein nach oben nehmen oder mal tauschen, damit es nicht zu langweilig wird. Okay, schön einatmen, runter. Ausatmen, hoch. 90 Grad Winkel und wieder hoch. Wunderbar. Tief durchatmen. Jetzt kommen die Ausfallschritte. Im Wechsel nach vorne. Schön gerade aufrecht stehen. Schultern nochmal lockern, dass ihr ganz gerade und ausgerichtet seid. Tief durchatmen. Okay, wie gesagt, wenn ihr noch nicht so fit seid, drückt euch schön aus der Ferse nach hinten. Vor und rück. Vor und rück. Diagonal den Arm dazu. Wenn ihr fit seid, springt das Ganze. Ziehen, ziehen, ziehen. Okay, wenn euch zwischendurch die Kraft verlässt, geht ihr nicht mehr ganz so tief. Bleibt ein bisschen im Sprung. Aber dann wieder richtig tief und hoch. Auch wenn die Oberschenkel brennen, dann ist es richtig effektiv. Ziehen. Okay, Finger, Faust könnt ihr mitnutzen. Bringt immer noch ein bisschen mehr Spannung rein. Okay, auch das geschafft. Tief durchatmen. Unser Spider-Man. Auch hier habt ihr wieder 3 Versionen. Je tiefer ihr seid, je flacher, umso anstrengender. Entweder Oberkante, bei euch zu Hause der Tisch, der Stuhl oder wir gehen natürlich auf den Boden. Okay, hier Unterarmstütz, Bauchspannung halten oder die ganz anstrengende Version mit dem Liegestütz verbunden. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Schön den Bauch fest. Wenn ihr merkt, ihr könnt es nicht mehr halten, Unterarmstütz ziehen. Wichtig, immer der Schutz des Rückens, aber auch das Tempo. Also zieht, zieht. Der Herzkreislauf muss
in Schwung kommen. Und ihr wollt ja den Stoffwechsel richtig ankurbeln. Super, das war schon die erste Runde. Okay, versucht diese Runde mindestens 3-mal. Wenn ihr gut seid, auch 6-mal. Halbe Stunde Training. Wichtig ist jeden Tag, okay? Wenn ihr nur eine Viertelstunde schafft, ist auch okay. Jeden Tag. Wir sehen uns.